Heute schauen wir uns ein Video an, in dem gezeigt wird, wie Jungs und wie Mädchen angeblich Minecraft spielen. Nehmt das Video nicht so ernst. Nehmt es lieber mit Humor, denn hier werden haufenweise Klischees gezeigt, worüber man nur lachen kann. Und schreibt es mal in die Kommentare, seid ihr ein Junge oder ein Mädchen. Und damit starten wir auch ins Video rein, Freunde, denn, wie gesagt, Jungs und Mädels, wie spielen sie Minecraft? Ich bin gespannt. Wir sehen, Jungs haben ein super verwirrendes Haus. Es war von außen sehr klein. Wie kann das denn von innen so groß sein? Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber Leute, wie gesagt, das Video ist nur eine Reaktion. Ich habe schon mal ein paar Ausschnitte gesehen und da werden Sachen gezeigt, da kann man nur den Kopf schütteln. Aber wir lachen gemeinsam drüber und lassen natürlich auch alle einen Like da. Okay, Freunde, wir sehen jetzt Mädels. Was machen unsere Mädels? Unsere Mädels, die haben hier das gleiche Haus und es ist von innen einfach unendlich groß. Hä? Okay, das ist auch schon sehr komisch. Also es ist so weiß alles und irgendwie hat es kein Ende und okay. Wie Jungs und Mädels Diamanten abbauen. Na, da bin ich ja mal gespannt. So, okay, Mädels, die bauen Diamanten ganz normal ab mit einer Eisenspitzhacke, so wie sich das gehört. Okay, Lava wird mit einem Wassereimer weggemacht und dann geht's auch da an die Diamanten drin. Ja, okay, gut. Jungs, was machen jetzt unsere Jungs? Unsere Jungs, die bauen sich runter, schmeißen alle Sachen weg, Spitzhacke weg. Er hat eine Spitzhacke mit Effizienz 1000. Okay. Okay. Und er hat eine Brille, eine Diamantglasbrille, die heißt Handel damit, beziehungsweise Deal with it. Okay, ich bin gespannt. Was macht diese Brille? Ja, wahrscheinlich hat der Junge einfach mal jetzt so viele Diamanten. Schaut euch das mal an. Freunde, ich werd verrückt. Er hat angeblich die ganze Mine mit Diamanten abgebaut. Ist klar. Packt er die Brille weg und es war alles nur Cobblestone. Oh Gott. Komische Sachen in Minecraft von Jungs und Mädchen. Ich bin gespannt. Okay. So komische Sachen. Wie komisch soll das denn bitteschön werden? Okay. Jungs gehen, ja gut, Kisten ausräumen. Das ist jetzt nichts Besonderes. Ist in einem Mineschacht. Hat jetzt hier zwei Diamanten gefunden. Warum schüttet er denn den Kopf? Okay. Baut jetzt hier noch mehr Diamanten ab. Und er macht... Wie kann das denn eine Kugel werden? Okay, das ist wirklich komisch. Ich nehme alles zurück. Das ist wirklich super komisch. Aber was machen Mädels? Okay, Mädchen, die drücken eine Bahn... Also, sie sind in einem Minecart unterwegs und die fahren Wände hoch. Also, wenn nur Mädels Wände hochfahren können mit einem Minecart, dann bin ich ab sofort Patricia. So, Jungs, was machen Jungs? Okay. So, bislang haben wir noch keine komischen Klischees in diesem Video gesehen, aber ich wette, das kommt noch. So, Jungs sind einfach mal am Looten in einem Villager-Dorf. Ja, ist nichts Besonderes. So, okay, jetzt... Komischerweise geht die Kiste nicht auf. Irgendwie klemmt sie und da kommt ein Ausrufezeichen. Was ist das denn für eine Kiste? Oh mein Gott, schaut euch mal diese Kiste an. Die macht ihn einfach mal kaputt. Okay, und was geht bei den Mädchen ab? Mädchen, die finden einen Baum. An dem sind Knöpfe. Hä? Und diese Knöpfe, die lassen den Baum einfach mal schälen. Okay, das ist auch wieder super komisch. Oh mein Gott, und der Baum fällt um! Warum fällt denn der Baum um? Okay. Und anscheinend hat dieses Mädel einfach mal eine Basis unter diesem Baum. Ey, das ist cool. Doch, sowas würde ich auch gerne haben, ja. So wie Mädchen und Jungs Minecraft spielen. Ich bin gespannt. So, Jungs, nee, Mädchen. Mädchen bauen einfach Sand ab. Und Jungs, die bauen auch Sand ab, okay. Und die machen den Fackeltrick, okay. Ja, okay, gut. Hier werden Jungs irgendwie schlauer dargestellt, kommt mir zumindest so vor. So Mädchen kämpfen gegen Creeper. Und ja, also warum sollten Mädchen straight reinrennen? Das kann auch Jungs passieren übrigens. Und was machen Jungs? Jungs? Ja, Jungs sind... Sowas meine ich halt. Warum werden Jungs angeblich hier so schlau dargestellt und Mädchen so schlecht? Also sowas finde ich nicht gut.
Aber okay, vielleicht war das jetzt eine Ausnahme. So, okay, also wir sehen jetzt hier Mädchen, die machen ganz normale Türen, ein pinkes Haus, okay. Jungs, blaues Haus, also blauer Teppich und Falltüren. Ja, ey, sowas meine ich halt. Irgendwie kommt mir das so vor, als würden Jungs hier schlauer dargestellt werden und Mädchen so maximal lost. Also da kann man nur drüber lachen. Wir wissen alle, dass das nicht so ist. Aber gut, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat der Typ Liebeskummer gehabt in dem Video und muss dann irgendwie die Mädchen schlecht darstellen. Ey, sowas auch, ey. Ey, da kann man nur drüber lachen, weil es so dumm ist. Als ob ein Mädchen einfach so extra runterspringt und dann sich Fallschaden zulegt. Das macht gar keinen Sinn. Und jetzt ein Junge. Was macht ein Junge? Ja, komm. Ja, er nimmt den Bogen. Ja! Ja! Wahrscheinlich! Er schießt einfach mal über 50.000 Meter. Leute, was ist denn das für eine Darstellung? Okay, wie Jungs und Mädchen Diamanten verstecken. Ey, ich sag mit Ansage, das Mädchen macht das wieder super offensichtlich. Und die Jungs machen es super krank. Also der Typ, der wurde bestimmt von einem Mädchen verletzt, dass er jetzt Mädchen so darstellen muss. Okay, also Mädchen werfen es anscheinend in einen Kessel rein. Jungs machen was? Die nehmen sich jetzt hier so... Okay, packen einfach mal in eine Kiste und packen ein Foto von einem Ofen darüber. Oh mein Gott, okay, Mädchen... Ach Leute, ich kann das nicht mehr. Als ob Mädchen so hängen geblieben sind. Ich kann da gleich hinschreiben, dass Mädchen lost sind. Ey, das ist doch echt... Also warum? Wie gesagt, ich guck, ist hier nur eine Reaktion, was ich hier mache, aber ich kann sowas irgendwie nicht so verstehen. Das macht mich irgendwie so sauer, wenn ich das schon sehe. Okay. Oh mein Gott. Leute. Okay, Jungs verstecken Kisten unter Fake Bedrock und Mädchen, nein, bitte nicht darunter offensichtlich, bitte nicht darunter offensichtlich, bitte nicht darunter offensichtlich, nein, 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 ach Junge. Ach, der Typ, der wurde locker von einem Mädchen verletzt oder gebrochen oder hat Liebeskummer, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber das, also ganz ehrlich, was hat der sich dabei gedacht, der Typ? Okay, Jungs, was machen die super intelligenten Jungs? Die Jungs gehen unter dem Teppich in den Nether, wie auch immer das funktionieren soll, fliegen ultra weit weg, 5000 Blöcke später sind sie irgendwo angekommen, am Ende der ganzen Minecraft-Welt. Oh mein Gott, Leute. Und da verstecken sie anscheinend die Diamanten unter Dreck. Oh mein Gott. Lieblingstränke von Jungs und Mädchen in Minecraft. Ich sag jetzt schon, dass die Mädchen sich umbringen mit Tränken. Ich sag's jetzt schon, ey, einfach, also wenn ich mir das Video so anschaue, dann würde es mich nicht wundern. Okay, also, Jungs können, wer hätte es gedacht? Wahrscheinlich sind das Diamanten, ne? Wahrscheinlich sind das Diamanten, aber das können nur Jungs, Leute. Das können nur Jungs, Mädchen können sowas nicht. Och Mann, ey, wer hat das Video erstellt? Es ist unglaublich dämlich. Okay, und Mädchen... Und Mädchen, oh nein, sag nicht, es ist Kohle. Sag nicht, es ist Kohle. Mädchen trinken einen Trank und finden Kohle. Ach, Junge. Es ist einfach nur noch unangenehm, sich das anzuschauen, ne? Warum hat er Mädchen hier so schlecht dargestellt? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt. Der Typ, der ist echt eine... Ja, ich weiß auch nicht, was der ist. So, Jungs... Jungs sind super schnell und können hochspringen mit Tränken. Und lasst mich raten, Mädchen sind super langsam. Oh, es ist einfach nur noch unangenehm anzuschauen. Wie Jungs Mädchen pranken in Minecraft. Okay, wir schauen mal nach, Freunde. Also Jungs. Die Jungs gehen in ein Haus rein. Wahrscheinlich das Haus von den Mädchen, denke ich jetzt einfach mal. So, und da platzieren sie ganz viele Schilder, Fotorahmen und packen Fake... Ah, das sind so Fotos von so Teppichen. Das ist schlau. Und da fällt ein Mädchen drauf rein, ja. Ja, okay, aber der Prank an sich ist gut. Also da kann jeder drauf reinfallen, egal ob Mädchen oder Junge. Das spielt keine Rolle. Okay, ein Junge macht ein Haus von einem anderen Spieler weg. Wir sehen jetzt ein Mädchen, welches enchantet. Und, oh mein Gott, das Haus von dem Mädchen wird weggemacht. Eine andere Frage, warum sollen angeblich Mädchen nicht in der Lage sein, ein Haus wegzumachen? Komisch, dass immer die Jungs da positiver dargestellt werden.
Ich finde es einfach nur lächerlich. Ich kann nur drüber lachen. So, jetzt Jungs machen hier irgendwie Hokuspokus, Magie, zaubern irgendwas und Mädchen packen Pflanzen am Haus. Es ist so ein dummes Klischee, ne? Oh, Leute, hier werden alle Klischees ausgepackt. Das ist ja echt, kann man sich anschauen. Also hier wird das Haus komplett losgemacht vom Mädchen. Okay, und was steht da drauf auf dem Schild? Du bist in meiner Falle, spring runter. Ja, und dann machen das Mädchen, na klar. Ja, das machen Mädchen. Ja, Leute, das ist doch, also, nee. So, Glück von Mädchen und Jungs in Minecraft. Oh mein Gott, ist... Wir sehen, das Mädchen spawnt auf irgendeiner einsamen Insel. Und jetzt lasst mich raten, der Junge ist im Paradies. Der hat Gold überall. Der hat eine Starterkiste. Oh, bitte, tu mir das nicht an, Kollege. Bitte, warum? So ein Jungs, ja. Warum ist der im Creative-Modus? Das macht ja nicht mal Sinn. Okay, egal. Wir nehmen es mal hin. Er ist im Creative-Modus. Der, ja, hat einfach mal einen Enderman gefunden, der das letzte Endportal hat. Okay. Mädchen finden Diamanten, haben Glück 255 drauf und es fällt ein Dias, oder? Und bekommen einen Diamanten. Ja, und Jungs bekommen wahrscheinlich 10.000 Diamanten, ne? Oh mein Gott, ist das unangenehm. So, Jungen haben eine Hungerkeule, eine halbe Hungerkeule und bekommen gar kein Fleisch aus Schweinen. Okay, hier werden Jungs das erste Mal schlecht dargestellt. Okay, das wundert mich. Das wundert mich wirklich. Kennt man gar nicht so. Hä? Okay, der verhungert jetzt. Der verhungert jetzt. Okay, okay, okay. So, und er isst Dreck. Ja, okay. Komisch. So, wie Mädchen und Jungs zum ersten Mal Minecraft spielen. Okay, Jungs hauen einen Baum und irgendwie checken sie nicht, dass sie gedrückt halten müssen. So, Mädchen. Was machen Mädchen? Mädchen finden Blumen und bauen Blumen ab. Oh nein, ey, das sind solche Klischees, ne? Ja, als ob Mädchen nur durch die Gegend laufen und Blumen abbauen. Ganz Inventar voll mit Blumen, oh Gott. Was machen jetzt die Jungs? Jungs gehen in Lava baden oder was? Oder? Oh nein. Jungs hauen auf Lava drauf und gehen in Lava baden, ich wusste es. Was machen Mädchen mit Ponys spielen oder was? Oder? Es sind so sinnlose Klischees, ne? Mädchen gehen unter Wasser und ertrinken. Ah ja, okay. So, und Jungen gehen in den Kamin. Ja. Ey, ganz ehrlich, du gehst doch auch nicht in den Kamin in Minecraft im echten Leben. Es macht doch gar keinen Sinn. Okay, Mädchen, was machen Mädchen? Haben halbes Herz, bisschen Hungerkeulen fehlen. Ja, okay, das kann aber echt passieren, wenn man noch nicht Minecraft so kennt, dass man in so einen Busch rennt. Von wo soll man wissen, dass die Schaden machen? So, Jungs hauen andere Villager, Jungs hauen Mobs. Und Mädchen werfen mit Blumen um sich, okay. Okay, und Mädchen und Jungs, was? Ah, bauen Diamanten ab und wundern sich, dass die nicht abgebaut werden. Ach Leute, ich kann das nicht mehr, wirklich, ich verkrafte das nicht mehr. Leute, das Video war so dumm. Schreibt trotzdem mal in die Kommentare, was den Junge oder Mädel. Also ich bin nach dem Video, keine Ahnung, ich glaube, ich bin eher nach diesem Video gar nichts von beiden. Ciao.